Oder zeig das jetzt einfach. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Das stimmt. Das ist wirklich das Einzige. Bezweifle ich, wir müssen die Prüfung machen. Nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Ja, den Finger haben wir ja schon abgehackt, also müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss das alleine durchziehen. Sie will doch nur helfen. Irgendwie schade. Zu zweit wäre es vielleicht einfacher. Aber ich frage mich, was ist mit dem Detektiv langsam? Das ist schon ein bisschen länger her, wo wir ihn jetzt gespielt haben. Gut. So, dann. Oh, was war das? Komm, wir müssen weitermachen. Das andere bleibt uns eh nicht übrig. Oh, warte. Warum gehe ich raus? Ich muss das nächste Rätsel aufmachen. Sonst ergibt es hier keinen Sinn. Oder wir futtern erstmal eine Runde. Das ist, denke ich mal, auch nicht verkehrt. Gut, Rätsel Nummer 4. Oder ist es das letzte? Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Legen Sie ihn, schicken Sie ein Bild, holen Sie sich Ihre Belohnung. Holy shit! Wow! Das wäre jetzt wirklich kurios. Heftig. Das wird ja jetzt echt, denke ich mal, brutal heftig. So Leute, nachdem wir jetzt hier das Bildchen vom Detektiv haben, werde ich auf jeden Fall hier mit der YouTube-Aufnahme beenden und danke euch vielmals fürs Einschalten auf YouTube.